Regisseur Brad Bird dürfte vielen Mission Impossible-Fans ein Begriff sein. Doch vor seiner Karriere als Action-Kino-Regisseur überzeugt er auf einem ganz anderen Gebiet und landet damit auf unserem Platz 97. Du bist vom Himmel gekommen, oder? Von da oben. Brad Bird hat ja hinterher große Karriere gemacht, mit erst bei Pixar, mit Die Unglaublichen und Ratatouille. Die Unglaublichen und Ratatouille sind für mich die beiden cinematischsten Filme von Pixar überhaupt. Also die Action-Regie und wo da die Kamera ist und sowas, ist sowas von fantastisch. Und trotzdem ist für mich der cinematischste Film in seiner Karriere und wahrscheinlich sogar der cinematischste Zeichentrickfilm aller Zeiten für mich The Iron Giant. Also was da abgeht an Inszenierung, also da können die meisten Realfilme von träumen. Oh, du hast Hunger, oder? Aber ich habe hier kein Metall, leider. Na komm, komm mit. Pete Townshend von The Who wollte aus der Romanvorlage zu Der Gigant aus dem All ursprünglich ein Musical machen. Daraus wurde nichts und so bleiben wir von Roboter-Gesangsnummern verschont. In erster Linie ist es für mich ein Film, der halt dadurch besticht, dass es so, einen so stark auf eine Geschichte konzentriert ist. Also wo nicht so viel Schnickschnack drumherum gemacht wird, keine coolen Sprüche, wie es ja sonst in Animationsfilmen auch sehr häufig der Fall ist. Es ist natürlich auch so eine Außenseitergeschichte ein bisschen. Also der Junge hat ja nicht wirklich Freunde. Die zwei finden sich auch einfach, weil sie auch einander irgendwie brauchen. Brad Bird erzählt eine witzige und sympathische Geschichte für Groß und Klein. Gleichzeitig steckt hinter der Story des Giganten aber noch so viel mehr. Du findest den Metallmann lustig, aber wer hat ihn gebaut? Die Russen, die Chinesen, die Marsianer, Kanadier, ist mir egal. Ich weiß nur, dass wir ihn nicht gebaut haben und das ist Grund genug, das Schlimmste anzunehmen und eine Bombe draufzuschmeißen. Das ist, hat doch alles irgendwie mehr Ecken und Kanten und dazu ist es halt auch nicht so gewollt schön gemacht. Thematisch könnte man sagen, The Iron Giant ist sowas wie die Kinderfilm-Variante von Stanley Kubricks Dr. Seltsam. Es geht auch um den Militarismus, Overkill, es geht um den Kalten Krieg, all das. Und das Überraschende dabei ist, dass The Iron Giant kein Tacken weniger intelligent ist als Dr. Seltsam. Das ist einer der wenigen Filme, der tatsächlich für ein großes Familienpublikum gedreht ist und gleichzeitig trotzdem eine sehr überzeugende pazifistische Botschaft, ohne zu naiv zu werden, rüberbringt. Die Atomrakete zielt auf seine derzeitige Position! Und wo ist der Riese Mansley? In liebevoller Kleinarbeit baut Bird zudem zahlreiche Verweise auf andere prägende Filme seiner eigenen Kindheit ein. Wie zum Beispiel Superman oder Bambi. So ist halt wirklich wieder für jeden was dabei, aber ohne dass es so konstruiert wirkt. So von wegen, oh, wir machen jetzt einen Kinderfilm, aber damit die Erwachsenen den auch schauen können, buttern wir noch irgendwie was drunter. Wenn es da um Bambi geht, gerade in der Szene, das ist ja eine sehr wichtige Szene in der Beziehung zwischen dem Jungen und dem Roboter, die auch sehr emotional ist und wo auch wirklich ganz ernstes Thema angesprochen wird. Da muss man nicht in dem Moment nicht an Bambi denken, um die Szene emotional zu verstehen. Wer dann aber trotzdem diesen Hintergrund hat, der kann das dann gleich noch sozusagen in den großen amerikanischen Mythos sozusagen mit einbinden. Der Gigant aus dem All ist definitiv ein Film, den man gesehen haben muss. Und wenn auch nur, um seinen eigenen Kindheitsfantasien nachzuhängen. Du bist ein Guter. Wie Superman.